Podcast bei Hami TaylorMade. Los geht's! Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid. Podcar by Hamid. Podcar, ganz wichtig. Und wir holen jetzt einen ganz, ganz speziellen Gast ab. Moin! Ja, was schönes Auto! Geil! Komm! Wie brauchst du den denn her? Komm rein, wir sprechen jetzt darüber. Komm, die warten jetzt alle auf dich. Wie geht's dir? Alles fit, Mann? Super. Ja, schön, dass du da seid. Dankeschön. Hallo, Hamid. Alles fit? Jetzt nochmal. Ja, danke, dass du mitmachst. Absolut. Und vor allem schön, dass vielen, du da bist. Vielen Dank für das. Alter, das ist ja. Was ist das für ein Auto? Ja, Brabus One Second Wow, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist auch schön, wenn es funktioniert. Das ist Wahnsinn. So, was ist das? Reinlegen, sonst kommen wir nicht rein. Okay. Oh, das ist Wahnsinn, Mann. Ja, es ist echt. Es ist nicht nur frisch, es ist schweinekalt. Es ist richtig kalt, finde ich. Nee, aber deshalb habe ich ja auch gesagt, als wir telefoniert haben, sag ich, komm, wenn schon, dann fahr mal was vor gefahren ist. Aber das ist echt Wahnsinn. Wie war dein Tag? Du, ich habe bis jetzt gerade noch GL-Sitzungen gehabt. Also ja. Wir sind eine GmbH, also nicht Vorstand, sondern ja. Geschäftsleitung. Mhm. Und es ging mal wieder um das Thema Infrastruktur. Was wird gebaut? Wie entwickeln wir die Firma als nächstes? Was machen wir? Was erwarten wir von diesem Jahr? Wird es ein gutes Jahr? Mhm. Kommt irgendwann der Einschlag oder auch nicht? Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich jetzt wirtschaftlich scheint sich das so ein bisschen zu beruhigen, nachdem Ende 22 alle ein bisschen miese Stimmung hatten. Okay. Wir haben natürlich 22 ein sehr, sehr ordentliches Jahr angelegt. Ja. Und insgesamt ist auch die, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja fast seit 5 Jahren. Ja. Geschäftsführer, also diesen April, 5 Jahre. Mhm. Wie alt bist du jetzt genau? Ich bin 38. 38, okay. Okay. Und was hast du studiert? Ich bin Kaufmann. Ich habe BWL, also das Neudeutsch Business Economics, also normal ist das 50% BWL, 50% VWL. Okay. Wirtschaftswissenschaften. Okay. Ah, sehr cool. Habe ich auf Master in Unternehmensführung gemacht und noch Projektmanagement mit. Mega. Im Prinzip Steuerung von. Du sagst, du jetzt vor 5 Jahren hast du angefangen. Das war ein Riesenschlag, oder? Da warst du ja 33. Also jetzt ist natürlich also die Aussage, ich habe vor 5 Jahren angefangen, relativ, weil ich natürlich wirklich hier in der, du kennst die Werkstatt vorne, die wir jetzt, die erste, die wir jetzt modernisiert haben, von wo wir jetzt die Renovierung durchziehen. Mhm. Und ich habe ja wirklich in der Werkstatt laufen gelernt. Okay. Also ich bin schon ein bisschen länger in dem Unternehmen. Es gab, so eine witzige Nummer, wo irgendwann, ich glaube, das war Mitte letzten Jahres, zeigte mir LinkedIn auf einmal an, 10-jähriges Firmenjubiläum. Also. Ich dachte, okay, da muss irgendwas mit den Settings nicht stimmen. Egal. Okay. Aber ist auch wirklich nicht relevant für mich. So, das heißt, ich war natürlich im Unternehmen, ich war nach dem Studium bin ich direkt eingestiegen, weil es damals meinem Dad nicht so gut ging, einfach Gesundheitsthemen hatte und wir, das heißt meine Familie, dachte, okay, komm, ich stehe da jetzt direkt rein, hatte natürlich zu dem Zeitpunkt viel gesehen, auch viele andere Unternehmen gesehen und bin dann aber direkt in den Laden rein, bin als Vertriebsleiter eingestiegen, bin irgendwann dann ins Board gekommen bei uns und habe Marketing und Marke noch dazu übernommen. Das ist ja auch das, was ich heute immer sage, ich bin kein Ingenieur, ich bin jemand, der immer aus einer Markensicht, aus einer Kundensicht und aus einer Kaufmenschensicht auf den Laden schaut. Ja. Und am Ende bin ich ein Marken- und Design-Mensch. Das spürt man auch. Man spürt ja auch eine gewisse Änderung bei Brabus. Ich hoffe positiv. Ja, definitiv. Ja? Definitiv. Also man merkt, da weht jetzt. Also das ist jetzt, es wirkt alles ein bisschen frischer, ohne jetzt irgendein zu nahe zu treten wollen. Ne? Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Also du hast natürlich recht, das war als mein Vater in 2018 im April ja gestorben ist, war das natürlich ein Riesenschlag. Das war ja auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, das war ja auch mein ganz persönlicher Albtraum. Ich bin ja in den Laden nach dem Studium gegangen, weil wir dachten, komm, die paar Jahre, die du hast, wenn es mal dazu kommt, die tun dir gut. Okay. Und dann kennst du alle. So jetzt, ja. Ne, kennst du in so einem Familienunternehmen, das weißt du, das Unternehmen sitzt sowieso immer am Abendbrottisch mit dir mit. Verstehe. Das ist immer Thema. Ja. In der Familie, weil das nicht so, das kriegst du nicht auseinander. Klar, das ist eben immer das Thema Nummer 1. Klar. Morgens, mittags, abends. Und
das hat sich natürlich genauso bewahrheitet. Und mein persönlicher Albtraum war natürlich immer, irgendwann vor der Mannschaft zu stehen, zu sagen, jetzt ist genau das passiert, was wir befürchtet haben. Okay. Es ist auch so gekommen. Ja. Und das... Ja, es war ja nicht so, dass es sich darauf hingedeutet hat, oder? Nein, nein. Zum einen muss man natürlich sagen, es ist vollkommen okay, wenn du ein Unternehmen 40 Jahre aufbaust, wie das mein Vater gemacht hat, dann erstens ist es okay, dass du in verschiedenen Phasen deines Lebens verschiedene Energien hast. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Klar, absolut. Ne? Und dass jetzt, also wenn kein frischer Wind reinkommen würde, lass mich mal so rum sagen, wenn kein frischer Wind in so einen Laden kommen würde, wenn da eine neue Generation, ich glaube, wir waren damals durchschnittlich 33 irgendwie, ans Ruder kommt, der kannst du gleich aufhören. Also dann ist irgendwie, dann ist es vorbei. Das stimmt. Es gibt ja ich engagiere mich da ein bisschen für Familienunternehmen in Deutschland, bei den jungen Unternehmern im Vorstand in Berlin, wo wir den deutschen Mittelstand Richtung Politik vertreten. Und es gibt einen so einen Satz, den ich immer wieder sage, gerade wenn auch mal bei Konferenzen oder Podiumsdiskussionen auch mal die ältere Generation, also die Senioren, im Raum sitzen. Da sage ich immer, liebe Leute, wenn ihr Kinder habt, Töchter, Söhne, vollkommen egal, die euch nicht, und das ist nicht mit 20, nicht mit 18, nicht mit 25, aber die euch mit 30 oder 35 nicht mit guten Ideen aus dem Laden jagen. Mama, Papa, lass mich machen. Mama, ich komm endlich. Neue Webseite, anderes Marketing, neue Produkte. Komm, wir müssen digitalisieren. Wir müssen. Und ihr euch nicht auch mal mit denen fetzt, schmeißt raus. Okay. Bitte. Die sind auf dem Golfplatz gut aufgehoben. Okay. Die sind im Ferienhaus gut aufgehoben, aber die richten im Unternehmen Schaden an. Verstehe. Du brauchst, wenn du diesen Job machen willst als Unternehmer, dann brauchst du diese gewisse Energie. Du musst, ein Gaspedal haben, was ein bisschen, weil du musst das weiter durchtreten als der normale Arbeitnehmer. Das ist überhaupt keine Wertung. Okay. Denn der Preis, den du zahlst für das selbstständig Arbeiten, der Preis, den du zahlst, das heißt ja so schön, die schlaflosen Nächte gibt es immer umsonst dazu. Das stimmt. Der ist hoch und es muss dir vollkommen klar sein, wenn du so einen Job machst, dann musst du so ein bisschen drüber sein. Du musst eine gewisse, du musst Dinge sehen, die andere nicht sehen, und du musst auch ein bisschen verrückt sein. Du musst einen Vorsprung haben. Ich kann nämlich auch total verstehen, wenn Menschen das nicht machen. Ich kann nur sagen, guck mal, ich werde Lehrer deutscher Erdkunde. Und ich bin froh, wenn ich um 5 Uhr zu Hause bin. Jetzt ist mir natürlich klar, das ist heute auch nicht mehr so. Aber Unternehmer ist eine ganz spezifische Entscheidung. Mein Vater hat das natürlich, mein Vater hat mir natürlich ganz, ganz viel vorgelebt. Wo ich auch heute teilweise noch merke, erstens, wie viel da auf der Festplatte war, bevor ich es heute abrufe, wo ich dann merke, guck mal, das ist da nicht gestern drauf gespeichert worden. Verstehe. Und zweitens merke ich natürlich heute auch, wie oft er recht hatte. Also wenn du so als Junior in so einen Laden kommst, du hast in 20-30% der Fälle recht. Am Anfang, wenn du damit viel zu viel Energie reinstürmst, ist super. Bist du, sagen wir mal, seitdem du jetzt komplett alles in Eigenregie führst, meinst du die Sachen, die du jetzt durchgesetzt hast, ich muss ja sagen, für mich ist Brabus die Marke schlechthin, was Mercedes betrifft. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Die ganze Welt verbindet Mercedes mit Brabus. Okay? Ich war auch selber lange genug Händler, und ich muss sagen, wenn wir Umbauten hatten und da waren Brabus G-Klasse, da hast du nicht über Wertminderung gesprochen. Das Auto war stabil, wenn nicht sogar wertsteigernd. Aber hast du andere Umbauten mit reingenommen? Konntest du immer sagen, okay, du hast 100.000 Euro für das Bodykit, das kannst du schon mal streichen. Das ist das Geld, was du auf jeden Fall schon mal zu 90% verlieren wirst. Und dann kommt auf einmal Konstantin Buschmann bringt einen Porsche. Das ist herrlich. Alter, das war krass. Also warum herrlich, sage ich jetzt. Das ist super. Also erstmal muss man ja ganz klar sagen, wir haben in 2000, ich habe es auch bevor ich Geschäftsführer wurde und Gesellschafter, habe ich natürlich schon an der Modernisierung der Firma gearbeitet, insbesondere am Thema Digitalisierung, Marketing. Und GF wurde, habe ich einige Messages in die Mannschaft gesendet oder einige Nachrichten versucht zu platzieren. Und eine davon war immer, dass ich gesagt habe, Leute, ein CEO, ein Geschäftsführer ist ein Werkzeug. Ich bin dafür da, den Stöpsel aus der Flasche zu ziehen, mich selber weg zu rationalisieren und euch eure Probleme in den Projekten zu lösen, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Ich bin hier nicht der Obermasser, das Orakel von Bottrop oder der, an den alle Bericht erstatten müssen. Ja, okay.
einfach nur, weil ich der Chef bin. Verstehe. Ich habe eine gewisse Funktion, und zwar den Laden ans Laufen zu kriegen, am Laufen zu halten und mich damit zu beschäftigen, wo sie zufrieden gehen können. Okay. Das ist auch einer der Gründe, warum sich der Laden so entwickelt hat in den letzten Jahren, weil ich schlicht und einfach glaube, dass wir ganz, ganz viele Profis und wirklich faszinierende Teams und Mitarbeiter haben. Absolut. Und ich denen auch ein großes Stück weit einfach aus dem Weg gegangen bin, Verantwortung auch abgegeben habe und gesagt, Leute, macht doch. Sind die auch teilweise älter als du? Die sind teilweise deutlich älter als ich. Natürlich, wir haben also alle Generationen mal zu Unternehmen. Das ist ich sag mal, von den 40, 50 Azubis pro Jahr bis zum Vertriebsleiter, der jetzt gerade in Rente gegangen ist. Das haben wir wirklich alles dabei. So, und dann ging diese Reise los. Die letzten 4, 4,5, 5 Jahre. Und natürlich ist es so, ich habe gerade mit jemandem aus Belfast telefoniert. Witziger Nico Lennart, also einer der größten One-Influencer der Welt. Yeah. Mich am Freitag jetzt besuchen auf dem Boot, ganz spannendes Thema. Yeah. Ich telefonierte mit ihm das erste Mal und sagte, immer, Bravos ist explodiert, was ist passiert? Yeah. Und mein Gedanke war nur, okay, wenn du in Irland sitzt und du siehst diese Inhalte, die wir auf allen Kanälen ausstrahlen und sie gefallen, dann müssen wir irgendwas richtig gemacht haben. Yeah. Aber auch das ist natürlich eine 4-Jahre-Reise. Absolut. Und die betrifft das die Frage, wie wir auftreten, die betrifft die Frage, wie wir uns selber verstehen. Da kommen wir gleich zum Thema Porsche und warum. Und nicht nur Porsche, sondern auch andere Fahrzeuge. Und die betrifft auch die Frage, wie wir arbeiten. Okay. Weil wir heute natürlich auch anders arbeiten. Ja, okay. Stichwort digitalisiertes Dokumentenmanagement, iPads in der Fertigung und ähnliche Themen. Dass die Entscheidung dann auch mal andere Plattformen mit in Betracht zu ziehen. Das ist ja eine Diskussion, die gibt es seit 20 Jahren. Okay. Mhm. Ja, stell dir vor, du hast ein Unternehmen und du bist in der Lage, Ideen zu generieren für Fahrzeuge, so wie wir es machen. Mhm. Du bist in der Lage, sie zu Papier zu bringen, sprich zu zeichnen, zu designen. Du kannst sie auch konstruieren, also in 3D die Modelle. Die macht ja alles selber. Genau. Ja. Du kannst Werkzeuge konstruieren und teilweise fertigen. Mhm. Du kannst Prototypenläufe machen. Du kannst auch homologieren, mit anderen Worten in Verkehr bringen, Kennzeichen dran machen. Genau, genau. Ist ja teilweise das teuerste am Auto heute. Ja. Und dann machst du aber nur Dinge für einen Hersteller. Ja. Mit dem du sehr, sehr lange, sehr gut zusammenarbeitest und auch arbeitest. So, und dann kommen aber Kunden zu dir, die sagen, Hamid, kannst du auch, ihr könnt das doch alles. Ja. Und ich habe auch die Nummer von einem Verkäufer schon. Ja. Und ich mag das Auto, finde ich toll. Ja. Und jetzt macht er ja auch dann, und dann wird es nämlich langsam aber sicher mit der Story, wir sind der größte Tuner der Welt, wird es dann immer unsinniger. Und dann sagt der Kunde nämlich weiter, ja, mach doch jetzt Boote. Habe ich auch schon. Stimmt. Ja. Und ihr macht jetzt auch Motorräder. Ja. Und ihr macht ja auch eine Uhr. Die habe ich nämlich. Gestern Abend hatten wir Panerai Brabus Night in Düsseldorf, in Medienhafen. Ganz viele Kunden mit genau der Kombination. Die sagen, ja, wieso kann ich jetzt meinen neuen Elber nicht zu euch bringen? Ja. Jetzt ist es ja ein feiner Grad zwischen, wir machen nur Mercedes und wir machen alles. Okay. Und wir sind der Supermarkt, wo du mit deinem Hyundai vorbeikommen kannst. Und dann kriegst du echt Kohlefaserteile, die wahrscheinlich viel teurer sind als das Auto selber. Das ist Quatsch. Betriebswirtschaftlicher Quatsch und das ist markentechnischer Quatsch. Aber Eines der Themen, wo ich in den 4, 5 Jahren sehr, sehr klar hinterher bin, ist, dass ich sage, ich bin nicht verantwortlich für die Marke Mercedes-Benz. Ich bin ein totaler Mercedes-Fan. Okay. Ich bin in meinem Leben wahrscheinlich 90% Mercedes gefahren. Okay. Das wird sich auch nicht ändern. Und ich bin froh um jedes Projekt, was wir mit Mercedes-Benz machen. Und ich bin auch froh um jedes Auto von Mercedes-Benz, mit denen wir arbeiten. Ja. Allerdings haben die Kunden ja recht. Ich habe das ja gemacht, auch unter anderen Marken, aber das lief ja nicht unter Brabus. Das lief immer so. Jetzt ist ich bin eigentlich ein ganz simpel strukturierter Mensch. Ich komme nur mit Dingen klar, die klar aufgeräumt und strukturiert sind und auch alle in ein, zwei Sätzen verstehen. Okay. Sonst kriege ich das irgendwie hin. So, und der Kunde, der mir diese Frage stellt, der will natürlich einen Brabus. Klar, logisch. Logisch, ja klar. Das ist ja eine Entwicklung, wenn du mehr auf Marke setzt und auch deinen Namen. Der Name mit sowas verbunden wird, dann ist ja klar, dass du sagst, ich will jetzt auch die Jacke von Dior oder von Louis Vuitton oder von Prada. Und ich will aber nicht die Untermarke von Prada, die irgendwie. Genau, die irgendwie so ist es. Keiner kennt. Genau, und die aber die gleiche Qualität, du bist ja schon im Ja, aber. Mein Vater hat gesagt, beim Verkauf kennst du Ja, aber. Ja, aber der hat kein Auto-Aber-Display im Ferrari, ist immer scheiße. Stimmt. Ist immer scheiße. Hast du immer schon 20.000 Euro abgezogen. Ja, aber der hat kein Carbon-Display, dafür aber Fernlicht. So, jetzt ist doof. Genau. Und
am Ende ist die eine der Messages, die ich dann in den Laden gesendet habe, ich sage, Leute, wir werden, die, meine Aufgabe ist, Brabus aus Brabus Sicht zu denken und meine Aufgabe ist, Brabus aus Kundensicht zu denken. Da hat mein Vater interessanterweise immer einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, nämlich Konstantin, vergiss nie, dass du Kunde Nummer 1 sein musst. Damit hat er nicht gemeint, kauf jedes Auto für dich selber. Damit hat er gemeint, setz die Brille der Kunden auf. Du bist der Einzige in dem Laden, dessen Hauptaufgabe es ist, immer wieder die Brille der Kunden aufzusetzen und dann auf den Laden zu gucken. Stimmt. Denn so ein Geschäft entwickelt ja, und so ein Unternehmen, auch wenn es ein bisschen größer wird, entwickelt ja so eine Eigendynamik. Da entstehen so kleine Königreiche, dann haben die alle mit sich selbst zu tun. Ja. Du kennst tausende Situationen aus deinem Leben auch, wo du mit Firmen zu tun hast. Und je größer das wird, desto statischer wird es auch. Desto mehr bist du mit so Bürokratie und komischen Prozessen konfrontiert, die nichts mit Kunden zu tun haben. Sondern meine Aufgabe ist nur eine. Dahin zu gucken und zu sagen, nee, Quatsch, mach mal. Wir machen das, was unsere Kunden von uns haben wollen. Die unsere Gehälter bezahlen. Ohne unsere Kunden würden an der Brabusallee immer nur leere Gebäude stehen. Da könnte man kein einziges Gehalt bezahlen, keinen Prototypen bauen, würde alles nicht funktionieren. So, und das ist, wenn du dann diese Debatte nimmst, ist es möglich, dass wir mit Brabus auch andere Dinge tun. Wie haben die Kunden darauf reagiert? Dann ist das eine logische Geschichte. Also interessanterweise heißt es ja immer, ja, steht Brabus drauf, ist ja eh klar, es funktioniert. Also es kommen ganz häufig Leute auf mich zu und sagen, ja klar, ist ja, Brabus muss funktionieren. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also wenn wir so ein Release haben, wie jetzt bei der letzten Signature Light, die ja ein schönes Thema war, und ob wir jetzt auch immer jedes Jahr machen, ein zentrales Release-Event, wenn wir da eben nicht nur Porsche, da muss ich so lachen wollen, sondern natürlich auch das Programm für den Rolls-Royce Ghost vorstellen, aber natürlich alle Presse, alle die da haben, der Rums auf den 911 und dann hieß es jetzt, Brabus macht auch Porsche, war mir vollkommen klar. Es waren ein paar Profis da, die Message richtig verstanden haben, aber war völlig klar, was passiert. Und oder auch die 1300R, das erste Motorrad, was mit KTM wir gemacht haben, die bewusst Brabus 1300R heißt und eben nicht KTM Super Duke 1290 R Evo Brabus Edition. Weil wir dann natürlich, weil ja Rolls-Royce Ghost heißt ja auch nicht BMW 7er. Klar. Das heißt, das ist so ein bisschen da kannst du sehen, welche Reise wir da so ein bisschen vorhaben. Dann denken viele, das wäre ja klar, es ist ja klar, dass so ein Motorrad dann in 2-3 Minuten ausverkauft ist. Für mich ist ja gar nichts klar. Ich sitze da und scheiß mir in die Hose vor jedem Release, weil du ja deine ganze Energie teilweise über Jahre in diese Projekte packst. Da ist überhaupt nichts selbstverständlich. Also bist du komplett involviert? Es gibt natürlich bei so einem Unternehmen wie unserem eine sehr deutliche Arbeitsteilung. Ich glaube, ich bin zum Glück nicht mehr überall involviert. Und ich glaube auch, dass das sehr vernünftig ist, absolut, dass du involviert bist. Wie viele Stunden bist du so täglich im Büro? Ich bin trotzdem, also ich lebe da. Das geht aber auch nicht anders, weil ich glaube, du merkst das, ob sich jemand für sein Thema interessiert oder ob du da so ein 9-to-5 arbeitest. Klar, das, was wir am Anfang hatten. Das geht nicht. Das funktioniert auch nicht. Das merkt mir jemand, der sich auskennt. Eine Sekunde merkst du das und sagst, guck mal, der geht hier um 5 nach Hause und hat keine Ahnung von dem, was er da macht. Absolut. Das funktioniert einfach nicht. So. Nein, alles kann ich nicht. Alles kann nicht, will ich nicht. Wir haben viele Profis, die ihre Themen im Griff haben. Aber also die Anfangsdesigns, bei dem Porsche warst du bestimmt natürlich von den Anfangs, wie viele Designs habt ihr so gehabt, bis du gesagt hast, das ist es? Das sind schon ein paar Runden bei so wichtigen Produkten. Jetzt muss man ja eines ganz klar sagen, bei dem 911er, bei den Themen, die wir jetzt für den 911er vorgestellt haben, bei der letzten Signature, das ist natürlich ein schöner Anfang so einer Reise, wo wir uns mit so einem Fahrzeug mal auseinandersetzen. Mir ist eines ganz wichtig und ich hoffe, dass das bei einigen Themen bei vielen Produktthemen, die wir machen, auch rüberkommt. Wenn du ein Fahrzeug anfasst wie einen oder mit einem Fahrzeug arbeitest wie einen 911er Porsche, dann musst dir, übrigens genau wie bei einer G-Klasse, genau wie bei einer S-Klasse, bewusst sein, das ist eine totale automobile Ikone. Es ist furchtbar einfach, aus so einem Fahrzeug dann eine Kirmeskiste zu machen. Absolut, ja klar. Ja, es gibt auch immer wieder Unternehmen, Kunden und es gibt für jeden am Markt. Dann ist es auch okay, aber für mich steht immer in dem Moment im Vordergrund, dass wir ein so ikonisches, historisches Auto wie den 911er mit Respekt behandeln und da Dinge dran tun, wo du am Ende nicht davor stehst und sagst, oh, könnt ihr wieder abmachen. Absolut, ja. Verstehe, was du meinst. Weil 99% unserer Kundschaft sind
Geschäftsleute. Mhm. Ist auch natürlich der Fußballer, der Entertainer. Also, gibt's, also irgendwo musst, sind Menschen mit einer spannenden Geschichte, aber der ganz überwiegende Teil sind erfolgreiche Geschäftsleute. Die wollen keine Kirmeskiste. Ja, das ist klar. Und die das wollen auch keine unseriöse Brand. Absolut. Und deshalb siehst du jetzt beispielsweise, und ich finde, das ist gut gelungen, an dem 911er vorne eben sehr eine sehr dezente, aber sehr hochwertige Kohlefaser-Optik. Mono-Z-Adaption mit dem Zentralverschluss ist eines unserer schönsten Räder geworden. Und hinten auch das Thema ganz bewusst nochmal zu spielen mit einem schönen Diffusor, aber auch Inconel als Material für die Abgasanlage. Ich finde, das ist nicht drüber sein. Kleine Nuancen, wo du eine Änderung siehst, aber nochmal zweimal hingucken musst, was wurde denn veredelt? Wir reden hier über eine Veredelung. So, erstens sollte es am Ende wie aus einem Guss wirken. Ja, genau. Wenn du davor stehst und eben, das ist ja das große Thema bei uns, wo wir uns gefragt haben, wer sind wir denn eigentlich? Und das ist eben nicht der beste Tuner der Welt, sondern es ist Bravos One-Second-Wow-Produkte. Also Produkte, bei denen du, das hört sich auch an, lass mich das gleich kurz erklären, das ist, hört sich sonst an wie eine hohle Marketingphrase. Brabus One Second Wow heißt, im Effekt, den wir erzeugen wollen, erstmal egal, ob es ein Boot, ein Motorrad, ein Auto oder ein Schlüsselanhänger ist. Ich will Produkte bauen mit Brabus, die dir in einer Sekunde sagen, du siehst sie, du erkennst, dass es ein Brabus-Produkt ist, du verliebst dich und sagst, oh, das will ich haben. Den Blick kennst du, wenn du auf der Köhe lang läufst, schaust ins zweite Schaufenster und dann reicht die eine Sekunde, um zu sagen. Und dann musst du es auch haben. So, ne? weil es natürlich ein Luxusprodukt ist. Also unsere Kunden, da gab es mal jemanden, der hat es auch schön gesagt, unsere Kunden beschäftigen sich mit unserer Marke in ihrer emotionalen Freizeit. Weil egal wie erfolgreich du bist oder auch egal ob du erfolgreich bist oder nicht, du musst dich irgendwann, ich bin da ganz fest von überzeugt, du musst dich belohnen mit Dingen. Du musst auch dir selber Dinge zurückgeben. Du kannst dich nicht einfach zu Tode arbeiten und immer nur Geld in Dinge stecken, die dann total rational hergeleitet sind. Ne? Bei vielen unserer Kunden ist es ja auch so, dass sie das alles schon machen. Ja, verstehe. Ne? Und dann gibt es trotzdem einen Moment, wo du sagst, jetzt ist Sonntagnachmittag, lese ich mal eine Autozeitung oder guck mal im Internet und jetzt mache ich was für mich. Und das ist Brabus One Second Wow. Da gibt es natürlich ganz ein Rezept drum an Themen, die wir damit verbinden. Aber jedes Produkt muss diesem Kriterium genügen. Und das ist schön, weil Produkt Approvals, also wenn wir so eine Abnahme, eine Begehung haben, du kommst in die Halle rein und hast eine Sekunde Zeit und sagst, entweder sagen alle jawohl. Okay. Oder wenn schon einer stockt, dann ist schon vorbei. Okay, verstehe. Ne? Und beim 911er war klar, dass wir sicherlich, so wie immer, das technisch hochwertig machen wollten. Dass wir auch mal mit neuen Materialien arbeiten wollten. Neu ist relativ, in der Formel 1 gibt es das schon, aber im Straßenverkehr sehr selten. Und dass wir vor allem dezent und geschmackvoll mit dem Fahrzeug umgehen wollen. Jetzt ist das aber ja auch wieder so ein Start einer Reise, wo man dann nochmal testen kann. Und das ist ja immer für mich, wenn wir ein Produkt launchen, ist ein Test. Wie kommt es an? Ja. Und danach dann weitermachen kann. Was soll denn danach kommen? Hast du schon Ideen? Ja, wir haben schon Ideen. Wir haben ja im Juni wieder Bravo Signature Night. Da haben wir auch eingeladen. Ne? Und da gibt es bestimmt viele schöne Produkte. Könnte durchaus auch nochmal was für einen Porsche dabei sein. Weiß man noch nicht. Hat Porsche selber auch drauf reagiert? Nein, bis heute nicht. Bis heute nicht, okay. Ist für mich die eine gute Reaktion. Ja. Keine Reaktion. Ja, okay. Ich glaube, dass wir eine ganz klare Aufgabe auch haben, egal ob gegenüber der Industrie, aber noch viel mehr gegenüber unseren Kunden. Das heißt nämlich, vernünftig mit den Fahrzeugen umzugehen. Verstehe. Wir haben mit 45 Jahren Brabus bis jetzt noch keinen Kunden hängen lassen mit seinem Fahrzeug. Wir haben bis jetzt immer technisch vernünftige Produkte gebaut, die eben rund um die Welt ja auch im Einsatz sind. So, absolut. Du kannst eben keinen Schrott bauen, kannst nicht 900 PS S-Klasse irgendwo hinschicken, egal ob's wo auch immer das jetzt ist, oder ein Kunde schickt dir sein Auto und du baust es um und dann sitzt der in Melbourne, Australien und nach 2000 Kilometer funktioniert die Kiste. Ja, klar. Das geht einfach. Das spricht sich viel schneller rum, als wenn du 100 lieferst und die funktionieren. Absolut. Du kannst auch so viel Propaganda und Marketing machen, wie du willst. Wenn der Quatsch nicht funktioniert, wird dir das immer auf die Füße fallen. Ja, ja. So, und deshalb, das haben wir die letzten vier Jahrzehnte, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wie war's? Das ist keine Frage, was mich interessieren würde,
Wie ist es denn, was war das für ein Gefühl, weil du bist ja mit einer Marke groß geworden, gerade wenn du so als Junge, wissen wir ja, ich war autoverrückt durch und durch, du ja auch, ja. Und da bist du 12, 13, gehst zur Schule und bist der Sohn vom Brabus-Gründer. Da hast du ja viele Freunde gehabt, ne, in dem Sinne. Ich hatte, also zum Glück hatte ich, ich habe riesig Glück gehabt, ja, in der Schule, ja, weil ich zum einen, ich bin zum Gymnasium gegangen, direkt um die Ecke, okay, kleine Gymnasium in Bottrop, in Bottrop, ne? Krass. Shoutout, Grüße gehen raus, ja, würde Jean-Pierre sagen. Ja. Und das war auch gut so, also das war die ganz normale Schule um die Ecke. Okay. Und es war auch kein Thema, weil mein Vater hat natürlich das Unternehmen gegründet. Mhm. 1977, also ja, genau, eben letztes Jahr 45 Jahre. Mhm. Und ich bin aufgewachsen, da haben wir in der 75 waren wir der Wohnung mit Bottrop, ja, Scheidensbach gelebt und er war halt selten da, weil er eben die ganze Zeit gearbeitet hat. Verstehe. Und ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich eine tolle Klasse hatte mit, okay, wirklich vielen coolen Jungs und Mädels, von denen, mhm, ich heute auch noch viele kenne. Okay, okay. Und einige regelmäßig treffe, okay, sodass ich da eine wirklich gute Zeit gehabt habe. Irgendwann wird das natürlich zum Thema. Klar. Nee, aber meine Klasse war eine Gang. Also wir haben das war. Aber es ist ja, wenn du mit so einer Marke groß wirst als Sohn und dann bist du dann, hast irgendwann deinen Führerschein, dann studierst du ja auch mal woanders, ja, und so weiter. Da hast du so viele Leute um dich, die deine Freunde sein wollen, die immer irgendwas von dir haben wollen. Es ist gar nicht so einfach, oder? Wenn man so eine starke Persönlichkeit auch noch immer über sich hat, ja, und da sich durchboxen muss. Gut, jetzt ist natürlich, das ist ja was, da gehört zu dran. Auf, okay, die Jahre ist das natürlich entstanden, okay, noch mehr geworden. Mhm. Heute ist mir natürlich klar, und zu der Frage mit der Persönlichkeit, ja, ob jetzt schwierig oder nicht, über mir kommen wir gleich. Ja. Heute ist natürlich klar, jeder, der zu mir kommt, ja, oder sagen wir mal 90% der, ja, Leute, die zu mir kommen, haben irgendeine Agenda. Okay. Und das ist auch gar nicht negativ, sondern kommt der Einkaufsleiter, der will, was weiß ich, ja, der Controller will, der Verkäufer will, egal so. Ne? Verstehe. Also alle kommen sich ja mit irgendeiner Intention, die sich auf das Geschäft bezieht, ja, oder die in irgendeiner Form, wo es um eine finanzielle Transaktion geht, mhm, oder wo es nur darum geht, ein bisschen Aufmerksamkeit und Zeit zu kriegen. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil das ist ja mein Job. Ja, verstehe. So. Meine Aufgabe ist natürlich dann in dem Moment, das sauber zu machen. Mhm. Dabei auch noch Spaß zu haben und sicherlich auch mit genug Leuten, mhm, zu interagieren, also genug Leute um mich rum zu haben, die mir auch ihre Meinung sagen. Verstehe. Egal, ja, das ist ob ganz da jetzt wichtig. Brabus dran steht oder nicht. Ja, ja, ja. Klar. Da habe ich zum Glück, klar, viele von denen, klar, ist vollkommen scheißegal, okay, ob, mhm, da jetzt Brabus drauf steht oder nicht. Die sagen mir, mhm, wenn ich Mist baue. Und das ist, mhm, auch gut so. Mhm. Generell bin ich aber auch immer auf der Jagd nach Menschen bei uns im Unternehmen und drumherum, die dann so drohen abzuheben. Ja. Die mich inklusive. Ich bin immer braucht, ne? Das ist gar nicht so einfach, die Mechanismen zu schaffen, mhm, die ich immer schön auf dem Boden halten. Mhm. Also, hast du da einen Trick? Oder ich glaube generell, dass der Moment, wo wir abheben, ja, weil wir zum Beispiel mal ein paar gute Jahre haben, weil, ja, die Marke gut funktioniert, ist genau der Moment, wo du anfängst zu verlieren. Okay. Mhm. Also genau dann, wenn du so, mhm, die ersten paar Zentimeter zwischen Schuhen und Boden, ja, ja, ne, warst und, ja, die ersten, und du sagst, ja klar, ich bin es. Ne? Ja, ja. Das ist genau, ja, der Moment, wo du, der nicht passieren darf. Wo, okay, wo du, da wird es dann, da, ja, gibst du. Ja, okay. Ich streiche auch aus allen Presseerklärungen immer jedes lediges Eigenlob raus, weil, mhm, mich das ankotzt. Okay. Der, mhm, Kunde, wir können doch schreiben, es ist ein exklusives Produkt. Okay. Wir können aber nicht schreiben, es ist das exklusivste Produkt. Verstehe. Ne? Schönes, verstehe, Produkt ist klar. Du kannst, du bist derjenige, der sagen darf. Mhm. Und, ne, als, mhm, als Kunde, als Journalist, mhm, als jemand, der uns besucht, kannst du sagen, boah, ist das geilste Auto, was ich, verstehe, hier. Verstehe. Das ist mein Job. Verstehe. Ich kann es nur hinstellen, anbieten. Ja, das ist eine Stärke. Das ist eine heftige, weil viele Marken, viele, die gehen ja raus und sagen, so, das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Ich finde das langweilig. Es fängt an von Folierung bis was weiß ich was. Ich habe die beste Folierung, die man überhaupt hat. Ich kann es doch, wenn du jetzt auf das Auto hier zugehst und sitzt hier drin, Brabus Masterpiece XRP, mhm, Super Black 800, dann ist doch der Eindruck entsteht davon alleine. Absolut. Muss ich doch jetzt nicht anschieben. Absolut, ja klar. Der das klar. Nur aufdrängt. Absolut, ne? Absolut, genau. Aber das ist das, was gute Unternehmer auszeichnet, finde ich, um da auch selbst kritisch zu sein und das, was du auch erklärt hast, ihr guckt euch das mit dem Gremium an und sobald irgendeiner sagt, weiß ich nicht, dann wird nochmal drüber nachgedacht. Das sind die Punkte, die ich habe aber auch noch nie einen Unternehmer getroffen, einen echten Unternehmer, der mal mehrere Jahrzehnte so einen Laden geführt hat. Der so ist, weil die Jungs, weil die echten Leute,
alle wissen, wie viel Glück du haben musst, ja. Wie oft du auch mal auf das Falsche gesetzt hast, ja. Wie oft einfach auf wrong place, wrong time, ja. Irgendwelche Projekte dir ins Wasser gefallen ja. sind. Ja. Sorry. Das heißt, die, die wirklich das machen, mhm. über lange Zeit, mhm. die sind eigentlich immer sehr geerdet. Ja. Weil die genau wissen, mhm. zwei, drei falsche Bewegungen mhm. und hast du ein Riesenproblem. Absolut. Absolut. Und war vollkommen egal, wie viele Bälle du ins Tor gekriegt hast in der Vergangenheit. Ja, absolut. Wir haben die letzten 45 Jahre, da haben wir ja. so und so und so. Weißt ja. du, das Einzige ist, was beim Fußball zählt, mhm. das nächste Tor. Absolut, ja, genau. Genau so ist es, ja. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Wo siehst du deine Firma in 10 Jahren? Das ist so geil, ne? Hast du dich irgendwie mit dem Dennis abgestimmt? Das ist so die Frage, wo ich immer und immer so, okay, nächste Frage. Nein, das ist echt, das ist für mich interessant, weil wo willst du hin? Wir machen ja auf YouTube so monatliche Q&As. Ja, und das, ja, deshalb ich weiß bin ich witzig, weil eben ich ja immer am Anfang auch so die Regeln erkläre. Und die Regeln sind eben, Dennis, unser Chefredakteur, legt ja. mir die Fragen hin, so Karten. Die habe ich halt vorher nicht gesehen. Also sortiert okay. natürlich irgendeinen rassistischen Quatsch aus oder irgendwie. Okay, ja, klar, also klar, so Dinge, die klar. einfach gar nicht gehen. Aber klar. ansonsten kommen die Fragen, die gestellt werden, die werden beantwortet. Klar. Und ich habe die vorher nicht gesehen, drehe die um und muss ja. dann darauf antworten. Das finde ich auch gut. Ja. Da kommt eben auch häufiger mal, ne, wo siehst du dich so in 10 Jahren? Ich sag mal, Leute, warte einen Moment hier so, ne? Ich hole mal in die Glaskugel. Ja. Ne? Dann gucke ich da so rein. Ja, aber es kann ja sein. Das Orakel von Bottrop, wo wir in 10 Jahren sind. Ja, aber es kann ja sein, dass du eventuell eine Idee hast, wo du sagst, das wäre cool, das wäre eine coole Nummer. Ja. Was ich mega interessant finde, ich weiß jetzt, also das habe ich gehört, Brabus Classic. Ja. Ist ja entstanden in der Wirtschaftskrise, ja. um die Arbeitsplätze zu behalten. Das ist eine mega geile Geschichte. Wahrscheinlich auch wieder mal irgendwann eine schöne Wirtschaftskrise haben. Ja, ja, klar. Ne? Klar, hätte klar. das gedacht. Ja, aber das ist doch eine geile Story. Das ist eine schöne Geschichte, absolut. Also, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ich bin, ja, ich sage mal so scherzhaft, ich weiß überhaupt nicht, ob ich in einem Jahr einbeiniger U-Bahn-Fahrer in Malaysia bin mit 7 Kindern. Ja, also okay. Mit den 7 Kindern in einem Jahr wird ein bisschen schwierig, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass ich, meine Aufgabe ist, dieses Unternehmen auf 2 Kriterien zu managen. Das eine ist Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also mit anderen Worten, nicht zu viel Kohle rausschmeißen. Mhm. Einmal immer schön abwägen. Mhm. Vielleicht manchmal auch ein bisschen warten. Mhm. Ist nicht easy, wenn du so nach vorne preschst mit mhm. so einer Brand. Mhm. Und das andere ist Speed. Heißt Projekte. Jetzt okay. nicht Höchstgeschwindigkeit im Auto, sondern Projekte mhm. ausprobieren, okay. machen, Dinge realisieren. Mhm. Weil so ein erstes Motorrad, so ein jedes Fahrzeug, was wir machen, ein erster Brabus-Umbau für einen 911, ja. das sind ja alles Tests. Absolut, ja. Klar. Und die müssen klar. wirtschaftlich so vernünftig funktionieren, mhm. dass du damit in den Markt gehst, ein Angebot machst mhm. und die Kunden und Fans dann sagen, okay, ja, gehen wir mit. Ja. Ne? Ja. Oder auch nicht. Ja, genau. So, und dann siehst du was. Wenn du nicht rausgehst und im stillen Kämmerlein sitzt, mhm. dann wirst du das nie rausfinden. Deshalb war mir klar, wir müssen, das war so ein Thema damals, als ich den Laden immer nochmal, wir müssen mit mehr Themen rausgehen, wir mhm. müssen Angebote machen. Mhm. Dann werden uns die Leute schon sagen, ob sie es gut finden, ob sie es scheiße finden. Oh, ja, genau. Aber bist du dann auch so einer, der dann sagt, okay, die Leute finden es tatsächlich scheiße und ich höre jetzt auf damit? Ja, oder geht es auch egomäßig weiter? Ich habe es auf den Markt gebracht und es muss weitergehen. Ja, der Porsche ist jetzt da und es muss jetzt manchmal bleiben. Manchmal gibt es natürlich Projekte, bei denen du einfach viel Geld investiert hast. Mhm. Da kannst du dann jetzt nicht einfach so sagen, ich lasse es wieder sein. Mhm. Generell, du weißt, ist ja immer die Frage, wer. Also nur weil mal 3-4 Leute sagen, ein Projekt ist doof. Mhm. Es gibt kein Produkt von uns, keins. Mhm. Keins, wo nicht auch viele Leute sagen, das wäre ja mal gar nichts. Okay. Mhm. Also wenn jeder auf der Welt sagen würde, was sind Vitra Inscher mhm, oder ein Walter Knollsofer oder ja. gar genau Küche, ja. das ist genau das, was mir gefällt. Wäre ja. natürlich gut für die jeweiligen Brands, klar. aber auch ein bisschen langweilig. Ja, verstehe. Ich glaube, dass gutes Design immer polarisiert mhm. und gerade gutes, nimm mal eine G-Klasse ja. oder ja. besagten Inscher ja. oder es gibt so viele schöne Designobjekte, mhm. wo dann jetzt neue PlayStation 5. Ja. Die einen gibt es immer, in jedem Sektor gibt es Dinge, wo Menschen, die einen sagen, oh, der ist absolut schärfst, ja, das brauche ich. Ja, ja, genau. Egal genau, wie, genau. ich muss es haben. Genau. Und dann steht der Nächste daneben und sagt, ja, so ein Quatsch will ich ja nicht ja, leben. Ja, 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 ja. So, und gerade bei Luxusprodukten. Ja, genau, absolut, okay, so. Absolut, absolut. Da darf man sich nicht darf man sich auch nicht mal von einschüchtern lassen. Hast du direkt mit 18 deinen Führerschein gemacht? Ja. Direkt? Ja, ja. Das kann man nicht wirklich fragen. Okay, da komme ich gleich zu. Ist das auch ein bisschen deine Idee, deine Traumerfüllung gewesen, Luxus oder Brabus Boote zu bauen? Also meine Traumerfüllung,
weiß ich nicht. Also weißt du, da hat jetzt mal jemand 45 Jahre seines oder 40 Jahre seines Lebens erstmal Gas gegeben, das war mein Vater, und hat sein Lebenswerk dahingestellt. Ja. Und für mich war das nicht wirklich eine Frage, ob ich das weitermache. Das war total klar. Okay. Das wäre ja alles klar. Dann jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das ist nicht, natürlich nicht verschwendet, weil er hat ja viel Erfolg gehabt, hat auch genauso viel Spaß gehabt wie ich an dem Thema. Aber da gibt es dann nicht jetzt die Frage, mache ich das weiter? Natürlich mache ich das weiter. Okay. So, und das ist das eine. Das andere aber ist aber auch, dass du natürlich an dem Job, den du da machst, selber auch Spaß haben musst. Klar. Wenn klar. du nur so in den Fußstapfen deiner Eltern rumläufst und dir das ist okay für eine Zeit lang, und dir das nicht bewusst wird, das wird das Problem, dann kommst du, glaube ich, irgendwann an so eine Schwelle, wo du voll in den Burnout reinläufst oder wo du einfach, wo eine Dissonanz entsteht zwischen dem, was der Markt sieht und dem, was du selber verkörpern willst oder wo du auch einfach dein Leben verbringen willst. Du musst schon Bock auf so ein Thema haben. Ja klar, nee, es gibt ja viele... Irgendwann musst du das zu deinem eigenen Unternehmen Es gibt ja viele, die so ein Unternehmen dann übernehmen. Und dann sagen, okay, ich mache nochmal meine kleinen Änderungen rein, aber wenn das erstbeste Angebot kommt, amerikanische Investoren, asiatische Investoren, dann verkaufe ich es. Dann kann ich das nämlich realisieren. Entweder muss ich gar nicht mehr arbeiten oder ich realisiere einfach das, worauf ich Bock habe. Vielleicht Möbel, vielleicht, keine Ahnung, Klamotten. Also eins ist klar, wenn ich den Laden verkaufen würde, wäre mein Leben einfach. Glaube ich dir. Das ist so, weil der Preis, den du bezahlst, der ist da. Das ist nicht so. Also ich kriege ja immer wieder so Fragen. Wir drehen uns ein bisschen Fragen und wir kommen gleich wieder zu Buch. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt immer wieder junge Leute auf mich zu, gerade jetzt, wo wir natürlich TikTok, Instagram, YouTube irgendwie alles bedienen. Das ist auch eine ziemlich abgespacede Reise mal jetzt in zwei, drei Jahren für mich. Du kennst die Welt schon länger. Ja, absolut. Ich bin noch ein bisschen überrascht davon, was das dann so für Effekte produziert. Kommen also häufig mal junge Leute auf mich zu, die dann immer sagen, hör mal, ich will auch mal reich werden. Und wie mache ich das als Unternehmer? Ja. Und ich dann immer sage, jetzt mal langsam. Ich will mal kurz zurückspulen, weil das ist wie falsch rum aus Fernsteigen. Ja. Du bist nicht Unternehmer, weil du reich werden willst. Ja. Wenn du Unternehmer wirst, viel Passion hast für ein Thema, in das du dich so sehr reingräbst, dass du womöglich über Jahrzehnte jemand bis zu dem anderen Menschen kommen, was sie sagen, der kann das. Ja. Und da gehe ich jetzt hin und der löst mir meine Probleme. Dann wirst du und solltest du, weil ohne den Rohstoff geht's nur nicht, solltest du damit auch gutes Geld verdienen. Aber nur so rum wird's. Absolut. Thema. Und nicht anders. Das ist heute, wo du natürlich viele Influencer, also Entertainer und so im weitesten Sinne Celebrities auf Social Media siehst, wird häufig der Eindruck vermittelt. Absolut, ja. Dass das irgendwie alles vom Himmel fällt, wenn du dich irgendwie cool anziehst. Genau. Und das ist total falsch. Ja, absolut, ja, genau. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich mit Social Media angefangen habe. Da bist du ja richtig durchgestartet, ne? Also ihr macht ja mega Content, finde ich, auf deine Instagram-Seite, auf Brabus sowieso. Ja. Ich folge euch ja beide. Und das ist schon echt extrem, wie viel Zeit du dort investierst. Weil jeder, der sich das anschaut, sei es die Reels, egal was, das ist ja auch sehr zeitintensiv. Am Anfang sicherlich. Jetzt haben wir inzwischen natürlich ein paar Profis, die da mithelfen. Ja, okay. Oder mehr als mithelfen. Also inzwischen bin ich für die Reels anwesend. Am Anfang habe ich das natürlich alles selber gemacht. Ja. Dann wird das. Ja, gut, aber ich muss auch sagen, das war so wichtig für uns, auch mal die Geschichten zu erzählen, auch mal rauszugehen und mal zu zeigen, was sind da für Menschen dahinter. Weißt du, so, ich mache Tech Talks mit Jörn, unserem CTO. Jörn Gander, totaler Vollprofi, mega geiler Typ. Und wir unterhalten uns manchmal in einem YouTube-Video eine Stunde über die Autos, die wir jetzt gemacht haben. Okay. Und es ist interessanterweise mit der nerdigste Inhalt, den wir machen. Yeah. Und es sind mit die erfolgreichsten Videos. Krass. Weil für mich ja gar nicht relevant ist, dass ich irgendwie Millionen von Followern habe, sondern ich muss doch die Leute erreichen, die mit mir arbeiten, die für mich arbeiten, die vielleicht mir teilweise mein Unternehmen mitbezahlen, also wegen mir Kredite stellen zum Beispiel, die Teile an mich liefern. Das sind doch die Menschen, die für mich als Unternehmer in sozialen Medien relevant sind. Absolut, Und wenn es darüber hinaus dann noch ein paar Leute gibt, die sagen, hey, das ist ein cooler Inhalt, das gucke ich mir gerne an, weil mich interessiert einfach das Thema, vielleicht werde ich mal Kunde. Ja, ist ja umso besser. Klar. Das hat... Ich sage immer heute, das kannst du nicht überschätzen, den Effekt von Social Media. Mich haut das regelmäßig total um. Ja. Was da passiert ist, ist Wahnsinn. Vor allem hätte ich mein Vater 1995 gesagt, ich mache Videos für YouTube und damit verdiene ich eventuell ein bisschen Geld. Und dann mache ich noch Instagram, dann mache ich noch TikTok. Ja, hätte jeder den Vogel gezeigt. Die Welt hat sich komplett geändert. Und Unsere Unternehmensgröße, Hamid, ist das ein
ein Riesenfund. Mhm. Mhm. Weil du bist, wenn du ein riesiger Konzern bist, mhm. Mhm. Hast du so viel. Also wenn ich jetzt Vorstand wäre bei einem Laden mit 200.000 Leuten. Ja. Also bei einem großen Automobilhersteller zum Beispiel in Deutschland. Was, ja, für, ne? Die sind ja aus gutem Grund so groß, weil bis da viele Autos produzieren. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ich mache jetzt Instagram oder ich mache jetzt YouTube. Mhm. Und dann mache ich, beantworte ich Fragen, ohne die vorher zu sehen. Ja. Weißt du, wie viele Leute da aufstehen und dir sagen, ja, klar, gute Idee haben ja, wir. Ja, gar keinen Fall. Ja, genau. Diese ziemlich spezielle Situation, dass ich natürlich Geschäftsführer bin und mir auch der Laden gehört. Ja, klar. Heißt ja im Prinzip, klar. Ich bin selbst dafür verantwortlich. Ja. Und wenn ich Quatsch erzähle, bin ich auch selbst dafür verantwortlich. Absolut, absolut, absolut. Du bist die Visitenkarte von Brabus, du bist Erscheinungsbild von Brabus. Aber da ist natürlich, soziale Medien schaffen so in dieser Position einen sehr direkten Draht. Klar, klar. Und der kann aber auch in anderen Konstellationen dann eben, kann der auch sehr direkt sehr schädlich sein. Klar, für Konzerne ist das meistens ein bisschen schwieriger. Absolut, absolut. So, anyway, Boot. Boot. Was war eigentlich mein Alter, Traum? Genau. Da fahren wir jetzt hin. Nein, das war nicht mein Traum, das ist passiert. Okay. Ich habe bin 2016. Wie passiert sowas? Genau, ja. Also es passiert, wenn du natürlich die Augen auf hast und aber auch Spaß und im Thema bist und Leidenschaft für so Themen hast. Ich laufe mit meinem Vater über die Boot 2016. Wir sehen eine erste Axopar. Das war damals, stand die mit einem Boot auf der Messe. Okay. Axopar 37 Gen 1, also die erste Generation dieses Bootes. Okay. Und mein Vater und ich gucken uns an und sagen, boah, geiler Rumpf, der geht gut. Okay. Das ist so hydrodynamisch, wie ein Auto angucken und sagen, ja, ist, ne? Okay, okay. Und das sah gut aus. Dann haben wir uns das angeguckt, kamen mit denen in Kontakt und wir haben so ein Boot gekauft. Okay. Bevor ich jetzt wieder zerrissen werde. Mhm. Er hat so ein Boot gekauft. Okay, okay. Sein Geld, weil ich auch nichts. Okay. Ich einen Cent davon geerbt hat, weil er das alles verknallt hätte vorher, wäre es auch ein gutes Recht gewesen. Okay, okay. Er hat so ein Boot gekauft und wir haben natürlich dann angefangen zu sagen, okay, jetzt muss da ein bisschen. Damals war das dunkelgraue Folie drauf. Yeah. Und dann haben wir die Sitze in Rot, in Leder machen wollen. Das geht aber nicht, weil es ja draußen. Wir haben dann also ein Material genommen, um die Ledersitze zu machen, was gar nicht funktionierte. Okay. Weil Salz und Schweiß und Sonnenmilch und UV und also UV-Strahlung und ich weiß nicht. Yeah. Krass, und das hat aber Sinn? Natürlich. Also heute ist das ein genauso durchingeniertes Produkt wie das, in dem wir jetzt hier gerade sitzen. Wahnsinn. Aber jetzt noch 6 Jahre später. Ja. So, und dann haben damals die Finn, mein heutiger Geschäftspartner Janne, Janne Vitala, einer der Gründer von Axopar und auch das Gehirn, die Seele hinter Axopar, hat das dann gesehen und sagt, das ist ja spannend, hat noch nie einer gemacht. Ja. Was sind denn für Vögel? Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann nach 3 oder 4 Gin uns gut verstanden. Also nicht ich, aber mein Vater, ich trinke gar nicht. Okay. Ja, muss immer Leute mitnehmen, die trinken. Ja, ja. Und dann hieß es, okay, lass doch mal ein Designprojekt machen. Was wäre denn, wenn wir ein Brabus-Boot im typischen Style, was damals der typische Brabus-Style, unsere Designsprache, unsere Marken-DNA, aber war natürlich noch nicht so klar wie heute. Ja. Was wäre, wenn wir das hinstellen auf die Messe und vielleicht verkaufen wir eins. Okay. Oder 2. Ne? Ja, ja. Dann hätten wir eins behalten können und eins hätten wir verkauft und dann wäre doch gut gewesen. Was natürlich kein Mensch weiß, wusste oder ahnen konnte, ist, dass wir natürlich dann auf der Messe stehen und dann mit 15 Aufträgen nach Hause können. 16, 15 Aufträge, was in der Region. Und wieder, ne, am Ende ist das aus heutiger Sicht wieder so ein Test. Okay. Du hast Spaß, du bist mittendrin in dem Thema, lebst selbst, bist in der Welt unterwegs und machst das nicht nur, um das unbedingt wieder mit Geld zu verdienen. Du bist, du stehst da drauf, fühlst in der Welt so richtig schön rum. Genau. Und dann stellst du das auf die Messe, gibst alles und stellst sicherlich ein ordentliches Boot. Das war dann ein Jahr später. Also dieses am Anfang verfehlte Boot würdest du heute in der Designsprache als MVP, Minimum Viable Product bezeichnet, also very minimum. Okay, okay. Und dann standen wir da 2018, erstes Boot, das kam extrem gut an und ich weiß noch genau, wie wir dann das Meeting hatten auf dem Messestand, in so einer Sitzgruppe zusammensaßen und wir uns angucken und sagten, jetzt müssen wir Boote bauen, das ist schwierig. Also wir hatten natürlich so Grundsätze der Fertigung. Ja. Wir haben ja bauten ja seit 4 Jahrzehnten immer schon Sachen gebaut. Ja, klar, klar. Aber ein Boot aber ganz darfst du nicht unterschätzen. Das ist was anderes. Okay. Mhm. Gewicht und Wasser und die Straße. Ja, klar, klar, klar. Ja, ja, klar, klar, klar. Und das hat sich jetzt 6 Jahre später, 6, 7, je nachdem wie man rechnet, seit dem Erstbesuch 7, 8 Jahre später, habe ich da jetzt auch bei der Pressekonferenz am Samstag gestanden und das war voll und schön zu sehen, dass das jetzt auch alles wieder zurück ist nach Corona. Ja, schön, ja. Weil ich bin so ein bisschen Menschenmensch. Du musst auch mit den Leuten persönlich interagieren. Kannst. Ich habe 80.000 Zoom-Calls gehabt in den letzten 2 Jahre. Ich kriege die totale Krise. Ja, ja, weil es fehlen die 90%. Absolut. Nur die W so in so einem Gespräch. Genau, genau. Es fehlen genau. einfach die 90%, die du normalerweise hast. Genau. Und
dann, ich habe auch da so gestanden und danach irgendwie auch mal Janne in den Arm genommen und gesagt, weißt du was, ist so eine abgespacete Reise. Ja, glaube ich. So eine, ist so, es ist so, weißt du, du machst das ja fürs Team und für die Tage auf so einer Messe mit den Leuten, die du da verbringst. Mhm. Und jedes Mal, wenn dann, gestern hatten wir, wie gesagt, einen VIP-Abend mit Panerai, mit dem LU zusammen machen. Und da kamen dann wirklich so drei, vier Kunden auf mich zu, die sagten, boah, ich habe ein Auto von euch und ich habe ein Boot von euch und ich habe ein Boot von euch, ich feiere das alles. Geil. Und am Ende machst du es ja dafür. Ne? Ja. Inzwischen gibt es ja auch viele Klamotten. Ja, genau. Klamotten ist so ein bisschen, wir haben natürlich, ja. Du musst, es gibt so Dinge, die brauchst du, um so eine Marke so abzuholen. Ja, ja. Und ich finde, wenn ich so durch Brauchs HQ laufe, bei uns, unsere Zentrale in Bottrop, und da haben eben alle auch mal stylische Klamotten an. Genau, genau. Finde ich das gut. Das ist aber auch wieder so ein Thema. Das ist, hey, finde ich gut. Ja. Komm, lass mal rumwühlen in dem Thema. Da sitzt du und deine Designer hin und sagst du immer, Leute, wenn ihr jetzt den Anspruch, den wir bei den Booten haben und den wir bei den Autos haben, mal auf Klamotten übertragen würden, wie würde das aussehen? Ja. So, und jetzt das, was wir heute haben, ist natürlich so der erste Drop. Mhm. Da musst du natürlich immer Kunden, Fans und auch unsere eigenen Leute miteinander verbinden. Mhm. Wir werden jetzt, machen jetzt gerade was dann nochmal einen Schritt weiter geht, wo wir dann eher hier in die Richtung solcher Autos gehen. Okay. Ja, also was vom Preisniveau nochmal eine Ecke drüber ist, deutlich minimaler in den Logo-Ausstattungen ist, wo wir dann nochmal einen Schritt weiter gehen. Aber auch wieder so eine Reise, wo du ganz klar sagen musst, entweder wir haben da Bock drauf, uns damit zu beschäftigen. Ja. Die Zeit ist so limitiert, da musst du da nicht hinsetzen und irgendwas designen und Stoffe aussuchen und machen und tun. Das Endresultat sieht immer einfach aus. Und nach Portugal fliegen und genau. Jetzt auch, wenn wir jetzt auf die Messe gehen, da steht jetzt, oh, schön, super gemacht. Und dann denkt man, ja gut, da die Sitze, dann da, hier, da schwarz-matt und hier und da ein bisschen Carbon. Aber die Idee, die Umsetzung, die Zusammenstellung und das, was du noch sagst, diese Kundenbrille aufzuhaben, ich spreche jetzt meine Kunden an. Aber ich hab eben gesagt, hier brauchst du gar keinen Gedanken über Verkehrsinsel machen. Hier kriegst du eine Rechnung von der Stadt, wenn du damit darüber fährst. Ja, wahrscheinlich. Das ist so. So, bevor wir jetzt ankommen, habe ich ein iPad für dich. Nein. Bitte. Lass mich aber noch eins sagen. Erzähl. Das ist, wenn du da so vor dieser, weil du gerade sagtest, wenn du so vor so einer, diese Cross-Cabin, die wir haben jetzt ja zwei, mehrere Dinge auf der Messe. Einmal die schwarze, ist ja nicht schwarz, aber Leute sagen immer die schwarze. Die Was Cross, ist das denn? Diese Kabine. Also Cross-Cabin ist ja die 900er, 37 Fuß, 900 PS mit dem Aufbau, der das ganze Jahr über funktioniert und jetzt eben neu die grüne. Das ist auch eine mega coole Entwicklung. Ich war super skeptisch bei dieser, ist 900er, also ich muss mal gucken, ich sage das immer so, wie es nicht gehört, weil intern. Braus Shadow 900 Stealth Green. Also ja, okay. Neue. Okay. Suntop, also im Autosprech Cabriolet. Okay. Und da war ich total skeptisch, weil das eine Farbvariante ist, die ist neu und wir werden auch was im Autobereich mal in so einer Kombination machen. Okay. Das ist total spannend zu sehen, wie das eine Marke weiterentwickelt. Also je mehr Bereiche wir bedienen, also in dem Moment, wo du bei Chanel eben nicht nur Röcke, sondern auch mal Hosen, Taschen, Socken und vielleicht Schlüsselanhänger und andere Dinge bekommst, fangen die Bereiche an, sich Innovationen zuzuspielen. Verstehe. Und da fängt an, so eine Dynamik zu entstehen. Verstehe. Das ist jetzt auch wieder so. Also so eine neue Farbe ist gar nicht so easy, wie wir dann immer alle denken. Aber gut, das sehen wir ja gleich. Ja, klar. So, iPad. iPad, eine kleine Aufgabe für dich. Du hast deinen Führerschein gemacht direkt mit 18, ne? Direkt. Ja. So, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Was machst du mit Konstantin Buschmann? Was machst du mit ihm? Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Und dann habe ich mir die aktuelle Theorieprüfung beim Führerschein rausgepackt. Okay? Und dann, da sind eigentlich 30 Fragen und du hast eine Stunde Zeit. Das haben wir nicht. Oh Gott. Wir haben 10 Fragen für dich vorbereitet. Und wenn du 3 verhaust, bin ich durch. Bist du durch? Hast du deinen Führerschein nicht bestanden? Muss ich dann nochmal so zu so einer Fahrschule? Wo ich dann überlege ich mir was du machen musst. Ich bin echt gespannt. Es ist nicht so einfach. Also ihr habt wahrscheinlich auch die richtig asozialen Fragen. Nein. Im Gegenteil. Es ist Zufallsprinzip. Okay, deswegen. Also muss einmal raufdrücken. Okay, und die erste Frage. Ah, lies das bitte vor. Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus? Erstens eingeschränkte Wahrnehmung. Zweitens nachlassende Aufmerksamkeit. Drittens verzögerte Reaktion. Es könnten auch mehrere Antworten sein. Es können auch mehrere, weil das ist natürlich jetzt. Klar. Manchmal suchen sie ja nach dem, was am meisten zutrifft. Und manchmal mehrere sein. Eingeschränkte Wahrnehmung auf jeden Fall. Nachlassende Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Verzögere kann bei mir doch nicht. Na doch, auch. Auch. Und jetzt auf. Muss ich unten mal hier auf abbrechen. Nee, nicht abbrechen, Reboot, sondern Auflösung. Richtig? Ich darf bis jetzt weiterfahren. Und jetzt weiter. Hier weiter, so. Genau.
Okay, Frage Nummer zwei. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Siehste. So, dass die Kinder erstens sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. Ja. Zweitens auch bei Rot loslaufen, ja, weil es ihnen zu lange dauert. Oder drittens schon losrennen, wenn die Ampel in meine Fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet. Oh. Ja, auch wieder Kiddies machen natürlich allen möglichen Quatsch. Ja. Ich würde tatsächlich aber da sagen, alle drei. Also ich möchte dir nicht helfen, aber ich so würde ich jetzt auch sagen, alle drei. Also sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen, aber ja. Du musst das sagen. Bei Rot loslaufen, gut, hätte mir ja nie passieren können. Ne? Ja, schon losrennen, wäre auch nie passieren. Boah, ich fahre ja gut, jetzt bei allem Respekt, wie viele Ampel habt ihr in Bottrop? Was meinst du? Ja, also so viele auf jeden Fall. Viele, ne? Okay. Weil in Holland ist ja nur noch Kreisverkehr. Ja, das stimmt. Also immer das stimmt. Die andere Seite und so. Das stimmt. So, hier. Hast du? Auflösung. Boah. Alle richtig? Ich darf noch weiter. Alter. Okay. Darf noch gucken. Also sieht doch schon mal gut aus. Gleich hier an der Küche, ne? Kaffee trinken. Ja, ist ja. Weiter. Worauf, Frage Nummer drei, worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren? Oh. Erstens, Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Okay. Zweitens, meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Oder drittens, meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Also jetzt gibt's ja, ist ja klar, ne? Wenn du mit so einem 6x6 Geländewagen oder so einem XLT hier unterwegs bist, da kannst du gar nicht in die Tiefgarage. Kam mir irgendwann mal die Frage von so einem, von jemandem, kann man damit eigentlich auch in London in die Tiefgarage fahren? Und meine Antwort war ja. Und nur einmal. Ja, genau. Da war der irgendwie verwundert. Ich so. Mich hat aber auch schon mal jemand auf einer Messe Essen damals gefragt, wie schnell so ein EV12 rückwärts fährt. Da war ich auch irgendwie ein bisschen konsterniert. Egal. Also Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Ja. Meine Augen müssen sich, also bis jetzt bist du sehr, sehr, ich kreuze einfach immer alles an. Ja. Müssen sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Wahrscheinlich auch. Ja. Lernen Parkhäuser nicht mehr so viel, aber egal. Ja. Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Das könnte jetzt ein Trick sein, weil. Das könnte echt ein Trick sein, ja. Das könnte echt ein Trick sein. Aber die Reifen, wenn er jetzt stehen würde, die Felgen, dann würde ich es nicht glauben. Reifen, Verkehrssicherheit, ja, so. Ne, Felgen ist ein unverkehrsicheres Thema, aber jetzt musst du schon echt hart gegen so einen Bordstein fahren. Ja. So auflösen. Guck mal, Hamid. Das gibt's ja gar nicht. Profi. Ey, aber bis jetzt war Alter. Auch easy. Also bevor ich, das war dann mit dem Abheben. Ne? Frage 3, Frage 3, alle drei beantwortet. Nee, jetzt kommt Frage 4. Weiter so, Frage 4, tschakka. So. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Ganz schwierig. Erstens. Was wäre deine ehrliche, was wäre jetzt deine ehrliche Antwort? Enge Kurven? Schwer. 180 Hupen und durch. Nein, machen wir natürlich nicht, sondern erstens im Scheitelpunkt, erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Okay, ja. Direkt in die Oma im Wohnzimmer besuchen mit dem Auto. Zweitens vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern oder drittens erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Ich würde tatsächlich sagen, erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern, wisst ihr, glaube ich, das ist eine scheiß Idee. Das ist eine blöde Idee. Das machst du auch nur einmal. Ja, wenn du mit so einem kleinen Roller mit Dach unterwegs bist, da kann eh nicht viel. Aber genau, ansonsten, genau. Nee, das machen wir nicht. Genau. Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern, mache ich jetzt einfach mal einen Haken. Ja. Und erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen, hört sich für mich auch sehr vernünftig an. Ja. Das machen wir. Wir lösen auf. Hamid, ich darf. Und warte, ich darf. Was ist das jetzt? Das war richtig. Schon wieder richtig? Ja, richtig. Nein. 4. Echt jetzt? Ja, kein Thema. Das ist erst irgendwie 19 Jahre her. Das hast du doch geübt. Ja, siehst du? Das gibt's ja nicht. Ich habe gestern sagt er mir irgendwie abends hier, wird, ich habe was für dich vorbereitet. Ich heute Morgen alle Turbodrücke der letzten 10 Jahre von allen Autos erstmal auswendig gelernt. Race-Start mit allen Autos gemacht. Das war so geil. 22 das Stunden Training so später. Ich am Schwitzen 180 Pulsen, das muss ich hier eine Führerscheinprüfung machen. Ich habe ihm nämlich gestern gesagt, wir haben uns richtig gut darauf vorbereitet. Wir haben was richtig Geiles für dich. So, weiter geht's. So, Frage Nummer 5, glaube ich, 5, ne? Ja. Da was unten sollten steht's. Sie, hier, guck mal, sind ja immer schön die Augen. Ich bin dabei. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern, in Klammern E-Bikes, im Straßenverkehr beachten? Guck mal, E-Bikes, die Frage gab es bei uns nicht. Nee, da, E-Bikes gab es ja gar nicht. 1832, da sind Fragen zur Kutsche drin. Ja, genau. So, E-Bikes können erstens in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden. Ja. Zweitens leicht am Motorgeräusch erkannt werden. Oder, ist auch interessant. Ja. Und drittens im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern unterschieden werden. Also das ist, finde ich, jetzt easy, weil da machen wir nämlich jetzt E-Bikes können in der Stunde, ja, leicht unterschätzt werden. Ja. Absolut. Leider im Moment ja auch so, dass viele damit Unfälle bauen, weil sie nämlich selber als Fahrer, besonders mal ältere Menschen, die Geschwindigkeit unterschätzen, weil die Dinge haben ja richtig Power. Ich weiß, die haben richtig Wumms. Ne, ich finde, die ganz frisch geladen sind. Da entstehen ganz coole Produktkategorien. Mhm.
mit dem wir uns auch gerade ein bisschen auseinandersetzen, weil ich das total mega spannend finde. Ich habe selber haben wir in der Firma so zwei kleine Klappräder mit E-Bikes. Die haben aber auch so einen Knopf, wo du drauf drückst, dann sind die wie so ein Moped. Ah, geil. Dann fahren die einfach. Geil. Natürlich limitiert, ja. Ne? Aber mega geil. Cool. Und ich glaube, dass da im Bereich Fahrräder und Motorräder noch so einige kommen. Ja. Die ziehen natürlich wie die Hölle. Ja, absolut. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann kann das schon mal schief gehen. Mhm. So leicht am Motorgeräusch erkannt werden, nö, mach mal nicht. Nee. Das war auch interessant, ne? Ja. Hast du mal beim Formel-E-Rennen? Ja, ich hab's nur gesehen, wie sie so summen, ne? Ja, genau. Aber als du da neben der Strecke stehst, ja. Zum Thema, die haben keinen Sound. Das ist natürlich der größte Quatsch. Ja, ja, natürlich lange nicht den Sound wie ein Formel-1-Auto. Ja, ja, ja. Wo du ohne Kopfhörer nicht überlebst. Ja. Aber die haben natürlich einen heftigen, also wenn da so ein E-Auto, Formel-E-Auto an dir vorbeizischt an so einer Gerade. Ja. Das ist aber mal richtig, guck mal hier, werden wir direkt, es gibt gleich nochmal. Ja, das ist hier richtig. Jetzt werden wir hier verhaftet. Alter Schwede. Wurde schon oft angehalten mit deinen Autos, wo die gesagt haben, was ist das also für ein Auto? Wenn ich angehalten werde, gibt es ganz häufig die Aussage, ich will überhaupt mal gucken. Ja, okay. Aber so von denen, das ist ein Thema, das ich mir tatsächlich, das habe ich mir, weil ich habe letztes Jahr viele Videos gemacht mit Jean-Pierre Krämer. Mhm. Das haben wir öfter mal besprochen zum Thema Tuning und wie ist die Einstellung des Gesetzgebers. Ich habe damit nie Probleme, weil alles, was wir machen, hat TÜV. Ja. Und alles, was wir machen, ist technisch sauber umgesetzt. Verstehe. Dafür manchmal aber auch nicht besonders günstig, sondern eben. Verstehe. Ja, klar, das muss auch zahlen. Und so sieht es dann auch aus. Also hast du halt einfach kein Problem. Bei uns ist alles im OPF, bei uns ist alles in der Soundgrenze, bei uns ist alles vernünftig. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ja, also die Gesetze sind die Landschaft ändert sich doch sowieso, wie sie sich entwickelt. Absolut, ja. Du musst die Produkte bauen im Rahmen der Gesetze, die gelten, Punkt. Ansonsten kannst du auch nichts skalieren. Stimmt. Das ist dann vielleicht ein One-Off oder weiß ich nicht. Ich hätte auch, also selbst wenn es jetzt wenn ich jetzt mir selber ein Auto zusammenschrauben würde, hätte ich einfach keinen Bock drauf. Das wäre mir zu anstrengend. Ja, klar. Und dann noch immer zu streiten. Absolut, absolut. So, weiter. Welche Frage jetzt? In der Spielleiter Motorgeräusch erkannt machen wir nicht. Im Aussehen schwer von Helm und Fahrern unterschieden machen wir auch. Auflösung. Schaka, guck mal, ich habe hier immer wieder, ich bin schon 5 Fragen lang. Alter. Ne? Also jetzt hast du, jetzt, okay, du könntest noch daneben. Der Ausrutscher kommt, da bin ich mir sicher. So, guck mal, Video. Ich kann jetzt nicht hingucken, ich muss fahren. Bitte starten Sie den Film, um sich mit der Situation vertraut zu machen. Jetzt wird es ganz gefährlich, Leute. Video starten. Zeig mal das einmal in die Kamera, damit wir das reinschneiden können. Video, so. Sie können das Video insgesamt 5-mal ansehen. Achso, okay. Jetzt muss ich jetzt hier auf einmal einmal Opferschung. Also, Achtung, wir sitzen am Steuer, links, rechts, Spiegel, Tacho, alles. Wir fahren 40. Ja. Und jetzt geht's los. Und Rückspiegel haben wir irgendwie 2 Autos. Jetzt bin ich gespannt. Wir fahren geradeaus, viele Autos geparkt, ne? Häuser, enge Straße, könnte in Hamburg sein, Berlin, irgendwo. Hast du damals digital deine Theorie abgegeben oder Papier? Braucht Papier, ja, genau. So, guck mal, der eine biegt ab vor uns, wer da kommt, ein Fußgänger und jetzt. Oh. Hast du Antwort? Ich glaube, das war jetzt Ende. Warte, ich guck mal nochmal einmal eben an. Also, wir fahren geradeaus. Links, rechts Autos, Häuser, zweispurige Straße, kommt einer entgegen, einer vor uns zum Transporter. Wir fahren dann auf eine Kreuzung zu, oder da scheint eine Kreuzung zu sein, da kommt einer kreuzt rüber und biegt ab und da hinten kommt so ein Motorrad, so ein Roller. Und dann ist Ende. Okay, auf jetzt? Okay, guck mal, wir zur Aufgabenstellung. Also, wie verhalten Sie sich jetzt? Ja. Ist doch eine easy Frage, Mann. Ja, mach mal raus, erstmal zur warte mal. Also erstens nach links ausweichen, zweitens gleichmäßig weiterfahren, drittens verzögern und bremsbereit sein. Also jetzt ist hier natürlich einer abgebogen, da kommt so ein Moped uns entgegen. Wir wissen nicht, ob da übrigens, wenn wir fahren da geradeaus, wäre also rechts vor links. Ja. Wenn einer uns von rechts kommt, dann ist der Regel nach, wären wir also, müssen wir anhalten, ist keine Vorfahrtsstraße. Mhm. Ich würde hier sagen, drittens verzögern und bremsbereit sein. Ne? Und? Gleichmäßig weiterfahren? Ich würde abbremsen, weil das wäre mir, wenn ich das nicht kenne, wäre mir das zu tricky. Und? Ich bin ja gar nicht so ein schneller Autofahrer. So, Achtung. Boah, Hamid. Das gibt's nicht. Also, ey, ab sofort Alter, auf bravosfahrschule.de. Ne? Ja, genau. Ich hätte gedacht, dass du richtig. Ja, aber Zufall. Da sind ja auch, wenn du so skurrile Verkehrszeichen oder so, die du seit 30 Jahren nicht gesehen hast. Ja, gut, okay, das stimmt. So, Deutschland ist ja das Land mit meisten Verkehrszeichen. Ja, da sind auch Sachen dabei, die hast du nicht. Ja. Atomaren Sondermüll hier nicht abkippen. Ja, genau. So. Jetzt bin ich gespannt. Weiter geht's. Nächste Video? Oh, wieder ein Video. Wieder ein Video. Bitte starten Sie, filmen Sie mit der Situation. Das haben wir auch schon gesehen. Ich starte mal das Video. So. Was fahren wir denn? Wir fahren 30.
Was hast du überhaupt für ein Auto? 30. Wir haben auf jeden Fall ein sehr hässliches Auto. Und wir sind in einer Gegend unterwegs mit seitlichen Parkstreifen und vor uns fährt ein Transporter mit dem Rückspiegel und kein Auto. Okay. Also im Rückspiegel. Ja, so, ja, los geht's. Zack. So, jetzt muss mal richtig was passieren hier. Ja, muss mal jetzt Unfall. Irgendwas, irgendwie mussten Sie dich doch mal ein bisschen... Notbeatmen. Und in die Luft schießen. Ah ne, guck mal, da biegt einer ab. Okay. Also vor uns taucht so ein... Was sind die Aufgabenstellungen? Blauer, würde ich jetzt sagen. Blauer VW, ne, Multipla-artiger Van auf und der will jetzt in die, der will jetzt auf die Straße fahren und wir sind so 20 Meter. Cool. Mal gucken, Aufgabenstellung. Also erstens, die verhalten wir uns jetzt, die Frage. Ne? Erstens, ich bremse ab. Zweitens, ich beschleunige aufgrund meines Vorrangs. oder drittens, ich weiche nach, eigentlich müsste es mal möglichst schlecht bearbeitet worden. Nur gucken, wie weit man kommt. Wahrscheinlich nicht besonders weit. Ich bremse ab, 20 beschleunige aufgrund meines Vorrangs. Oder drittens, ich weiche nach links aus. Jetzt haben wir natürlich hier die Situation, dass da der Mopedfahrer auf der anderen Seite, der Motorradfahrer auf der anderen Seite ist. Ja. Und noch eine Fußgängerin. Ja, genau. Ich würde jetzt nicht nach links ausweichen, weil dann hätten wir den ja schön auf dem Schoß. Absolut. Ich würde hier, zweitens, erstens, ich bremse ab, würde ich mal. Auflösung. Damit. Ne? Vertrauen Sie der Marke Brabus, das ist da können Leute Auto fahren. Das ist unglaublich. Ja, welche so. Frage war das denn? Sieben. Okay, jetzt müsstest du, jetzt, wenn du jetzt alle daneben haust, das ist jetzt Weltmeisterschaft, Halbfinale. Also ich bin schon Halbfinale. Also ist schon auf jeden Fall Halbfinale. Ja, absolut. Halbfinale. Den hört schon auf aber trotzdem, Elfmeterschießen. Jetzt so. Bist du dran. Frage Nummer 8. Was kann, okay, jetzt geht richtig los. Was kann Haschischkonsum bewirken? Oh, wow, wow, nein, ey. Das sind ja richtige, ey, das sind ja richtige Bilo. Jetzt geht's richtig. Warte mal ganz kurz. Sag mal, was kann Haschischkonsum bewirken? Wissen Sie nicht? Nein. Nein, na, so allgemein. Nee, ja, nicht so gut. Ja, auf der Messe, ja, Halle 4. Ne? Wir sehen uns. Ja, tschö. So. Was kann, okay, Düsseldorf, ja, Ruhrgebiet, klar. Allgemein, gutes Pflaster, ne? Ja. Kannst du eigentlich an jeder Ecke aussteigen, mal Testration umstellen. Deshalb liebe ich die Gegend da so. So, was kann Haschischkonsum bewirken? Erstens, verbesserte Zeiteinschätzung. Zweitens, Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens kann ich sagen. Oder drittens, Rausch mit Verwirrtheitszustand, Depression. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe das ja noch nie gemacht. Ja. Also ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich habe auch noch nie irgendeine andere Substanz genommen, aber einfach nur, weil ich Glück gehabt habe und nicht, weil ich besonders schlau bin. Ich habe einfach irgendwann viel Sport gemacht, viel Basketball gespielt und irgendwann viel trainiert. Und da ging das nicht. Irgendwann 25 habe ich gesagt, komm, du bist schon bescheuert genug, brauchst du nicht. So, deshalb weiß ich das nicht. Ich würde mal sagen, verbesserte Zeiteinschätzung, würde ich sagen, ist es nicht. Ja, das würde ich auch nicht. Ja, genau. So, Rausch genau. mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktions, keine Ahnung, kann sein, kreuze ich jetzt mal an. Ja. Und Rausch mit Verwirrtheitszustand, Depressionen, das würde ich auch mal ankreuzen. Okay, und? Aber ich glaube, ne, halt, boah, guck mal. Alter, das kann nicht wahr sein. Boah. Du hast das Ding gewonnen. Boah. Frage 8, haben noch zwei. Ja, du kannst ja nicht mehr verlieren. Frage Nummer 9. Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit und unter, jetzt kommen hier Multikriterien, dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit und unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? Ja, come on, ey. Das ist aber easy. Ja. Ich hab Schwein gehabt, muss man sagen. Das ist echt ja, Wahnsinn. Ja, bis 0,3 Promille, okay, warte mal. Ja, bis 0,3 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit. nein, zweitens auf keinen Fall. Drittens, ja, bis 0,5 Promille. Ich würde sagen, nein. Also einfach nein. Ja. Ich habe damit, wie gesagt, weiß ich nicht, null. Ich habe noch nie getrunken. Ja, ich habe noch nie ich auch nicht. Damit. Ich würde aber sagen, null. Okay. Warte. Ach, guck mal hier. Ne? Auch 1 richtig. Plus. Alter. Bis jetzt habe ich Schwein Alter, gehabt. Das ist letzte unglaublich. Frage. Unglaublich. Wovon ist der Bremsweg abhängig? Okay, jetzt wird's bald. Hey, eben als Erstens, ich das getestet habe, kam so Faustformelrechnung. Da habe ich gesagt, das wird er niemals Karma. Schaffen. Karma. Das wird er niemals schaffen. Unglaublich, okay? Also. So, jetzt geht's peinlich. Erstens, also Frage 10. Wovon ist der Bremsweg abhängig?
vom Zustand der erstens Bremsanlage, zweitens Bereifung, drittens Fahrbahnoberfläche. Okay, ich muss sagen, alles klar, ne? Ja. Habe ich jetzt gewonnen? Ne? Du hast gewonnen. Hast du auch so Feuerwerk und so? Nein, du hast gewonnen. Ich hab was also richtig Cooles. Wir machen jetzt Bremsanlage. Okay. Ja. Ne? Ja. Bereifung, ja. Fahrbahnoberfläche, ja. Und? Hier so, guck mal, warte, jetzt, ne? Null. 10? Null? Ah, ist er. Alles richtig. Nein! Alter, 10 von 10 Fragen richtig. Mega. Ich habe jetzt meinen Führerschein bei. Mega. Das ist eine gute Nachricht. Mega, mega. Gute Nachricht, liebe Leute, dann gehe ich euch nämlich nicht grummelig im Büro auf den Keks die nächsten Tage. Alter. So, also guck mal, jetzt muss ich hier, geht nicht. Wir machen einen Schuss. Ja, jetzt machen wir einen Schuss. Super. Richtig geil. Danke dir. Also, ich nehme 90 Euro die Stunde für die Beantwortung von Führerscheinfragen, liebe Leute. Einfach bei Insta in die DMs. So. Ne? Jetzt werde ich spüre schon echt eine Brabus-Fahrschule jetzt. Schon in deinen Kopf so gerattert. So, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, damit können wir junge Leute fördern und so weiter und so weiter. Komm, machen wir jetzt was. Ja. Ne? Ja. Das ist einfach so. So, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das hat Spaß gemacht. Danke dir und ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch direkt an Konstantin stellen. Wir haben ja jetzt gesehen, er beantwortet fast alle Fragen. Umdrehen und beantworten. So sieht's aus. Stellt ihm mal die Frage, wo wir in 10 Jahren sind. Also Leute, danke Hamid für die nette Fahrt. Bis später. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hamid TaylorMade.